Der kuriosen Tore war gestern Abend die Partie in der deutschen Eishockeyliga zwischen den Augsburger Panthern und den Schwenninger Wildwings. Und damit erst einmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Sport TV. Bei lauen Temperaturen im Augsburger Kurt-Frenzel-Stadion am Sonntagabend. Die Panther hier von rechts nach links in weißen Trikots, wie gewohnt, haben ihren Gegner, die Schwenninger Wildwings, gut im Griff in diesem ersten Spieldrittel. Sean Rivers, schnell vorgetragene Angriffe, die Wildwings in Blau, eigentlich nur darauf bedacht, hier in der Defensive zu arbeiten und dann gelegentliche Konter zu starten. Wobei bei diesen Kontern waren sie doch immer recht gefährlich vor dem Tor von Petri Ilönen. Die Panther tun sich etwas schwer, aber kontrollieren das Spiel, kontrollieren das Geschehen. Hier Überzahl, Emanuel Viveros und auch Gordon Heinz sitzen auf der Strafbank, aber das Überzahlspiel an diesem Abend eine einzige Katastrophe bei den Augsburger Panthern. Sie wollen den Puck, die Scheibe ins Tor hineintragen. Pierre Rioux, der erfahrene Mann, zögert hier viel, viel zu lange. Und auch mit Gewalt ist in dieser Phase nichts zu erben. Matthias Hoppe, der Mann mit der Nummer 27 im Tor, bereits zu diesem Zeitpunkt von den Panthern warm geschossen. Hier ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft. ...3187 Zuschauer waren ins Kurt-Frenzel-Stadion gekommen. Hier lässt der Schiedsrichter allerdings großzügig weiterlaufen, wenn auch die Fans stimmgewaltig hier 2 Minuten Zeitstrafe gegen die Schwenninger Wildwings fordern. Also hier geht's weiter und die Schwenninger Wildwings jetzt wieder komplett. Ja, und hier fasst sich der Mann mit der Nummer 10, Emanuel Viveros, ein Herz, ein knallharter, trockener Schuss oben rechts ins Eck. Die überraschende Führung eigentlich zu diesem Zeitpunkt für die Gäste aus Schwenningen. 14 Minuten sind gespielt. Dann sollte sich auch bis zum Drittelende nichts ändern, wenn auch hier der Mann mit der Nummer 13, Tommy Giviau, noch die Chance hat. Aber er trifft nur den Pfosten, also mit 0:1 aus Sicht der Augsburger Panther werden die Seiten gewechselt. Erwartungsfroh die Zuschauer, doch zunächst werden sie in diesem Spiel geschockt. 21. Spielminute, diesen Mann sollten Sie kennen, die Nummer 32, Yves Herroux, der Mann, der von den Augsburger Panthern kurz vor Weihnachten nach Schwenningen gewechselt war. In Augsburg kam er nicht zurecht, in Schwenningen schießt er die Tore. Wie ein mächtiger Schlagschuss, gigantisch. Petri Ilönen hat das Nachsehen, 0:2. Der aktuelle Spielstand nach 21 Spielminuten. Doch damit nicht genug. Die Panther in Überzahl, doch wie schon eingangs erwähnt, das Powerplay, decken wir das Mäntelchen des Schweigens darüber. Ja, und hier hat schon der Mann mit der Nummer 4, Gordon Heinz, die erste Chance. Doch Petri Ilönen kann noch einmal abwehren. Wie gesagt, die Schwenninger Wildwings in Unterzahl. Und hier der schnelle Pass auf Alan Young. Der fackelt nicht lange. Und 0:3 nach nur 23 Spielminuten. Schön gesehen von Wayne Heinz. Der Pass auf Alan Young und keine Abwehrchance für Petri Ilönen. Tja, nicht nur die Panther waren geschockt, offensichtlich auch der Anhang der Schwenninger, die diesen Zwischenstand nicht fassen konnten. Allerdings konnten sie sich auch nicht erwärmen über dieses Mitteldrittel. In dieser Phase geht bei den Augsburger Panthern so gut wie nichts. Die Schwenninger tun sich leicht, hier die Angriffe der Augsburger abzuwehren. Selbst in Unterzahl haben sie noch die Möglichkeit, hier Konter zu starten, und die waren gefährlich. Die Tore 2 und 3 haben sie ja gezeigt, und hier
Grant Martin bekommt die Scheibe an den Schlittschuh und damit nicht unter Kontrolle, Gott sei Dank, aus Panthersicht. Denn an diesem Abend wäre das wohl der vierte Gegentreffer gewesen. Und Sie hören es im Hintergrund, die Zuschauer alles andere als zufrieden mit dieser Leistung der Augsburger Panther. Und hier wieder einer dieser Stockfehler. Eigentlich ein Angriff schön eingeleitet durch Tero Akiyama. Aber wie gesagt, es wollte an diesem Abend so recht nichts gelingen. Dann die 33. Spielminute. Ja, eine dieser Möglichkeiten für Schwenningen und Rick Czernomat. Er fackelt nicht lang, der Mann mit der Nummer 61. Und auf der Anzeigetafel war es zu lesen für die, die es nicht glaubten. 0:4, der aktuelle Spielstand zwischen den Augsburger Panthern und den Schwenninger Wild Wings nach 33 Spielminuten. Und jetzt fangen an, die Schwenninger Fans diesen Zwischenstand auch zu glauben. Hier noch einmal eine schöne Möglichkeit für die Augsburger, allerdings Matthias Hoppe bis zu diesem Zeitpunkt ein glänzender Keeper, glänzender Rückhalt für seine Mannschaft. Aber kaum einer gab mehr einen Pfifferling zu diesem Zeitpunkt auf die Panther. Nur mit Schönspielen ist eben nichts zu erben. Nicht einmal gegen die Schwenninger, die nicht so stark auftraten hier im Augsburger Kurt-Frenzel-Stadion. Allerdings die Aktionen der Panther zu wenig druckvoll, zu wenig Krafteinsatz. Im Gegensatz zu den Schwenningern, die zumindest an den Mann gingen. Da aber hier, Terry Campbell fasst sich ein Herz, der kleine Mann. In der 36. Minute endlich. So werden viele dieser 3187 Zuschauer gesagt haben, endlich fasst sich einer mal ein Herz und fackelt nicht lange. 1:4, der Anschluss, mit dem ging es dann auch ins letzte Drittel. Und die Fanfare war wohl symbolisch. Jetzt ja, wenn sie überhaupt noch kommen wollen, dann müssen sie jetzt Druck machen und Tore erzielen. Absichtserklärung Nummer 1 nach nur 30 Sekunden von Sean Rivers. Ryu. Hier sieht der Rivers kommen, allerdings Matthias Hoppe auf dem Posten. Ja, und Absichtserklärung Nummer 2 folgt auf dem Fuß. Die Ärmel werden endlich hochgekrempelt, körperbetonter wird gespielt oder auch gerungen, wie hier so sehen. Das allerdings kostet 2 Minuten für Dwayne Möser, der Mann mit der Nummer 7, und auf Schwenninger Seite muss Alan Young, der Torschütze, zum 0:3 in der Kühlbox Platz nehmen. Ja, und als sich die Gemüter dann beruhigt haben, Möser wieder da ist, da verschafft sich der Mann mit der Nummer 7 auf seine Art Luft. Jetzt schauen Sie mal ganz genau hin. Jetzt ist Möser am Puck. Und er ist drin zum 2:4 in der 48. Minute. Tja, wer schießt schon aus solch einem Winkel aufs Tor, mag sich der gute Matthias Hoppe wohl gedacht haben. Hier noch einmal zu sehen in der Zeitlupe. Beinahe von der Torverlängerungslinie hier. Zieht er ab. Matthias Hoppe lässt ihn rechts über die Schulter, die er sich vorher auch etwas angeschlagen hat, passieren zum 2:4. Noch 12 Minuten sind zu spielen. Der EEC, die Wild Wings, kräftemäßig auf dem absteigenden Ast. Die Panther erhöhen den Druck. Jetzt wird um jede Scheibe gekämpft, um jeden Zentimeter. Eis wird hier gefightet. So wollen die Zuschauer die Panther sehen. Jakobsen und noch einmal Matthias Hoppe. Jetzt ist er wieder auf dem Posten. Das gibt allerdings 2 Minuten, nachdem das Tor schon mehrmals absichtlich verschoben wurde. Diesmal erwischt es den Mann mit der Nummer 10, Emanuel. Wie wäre es? Und jetzt auch das Powerplay passabel. Die Panther in Aufstellung und lassen jetzt die Scheibe laufen und suchen den freien Mann. Thank you.
Und immer wieder Matthias Hoppe, der natürlich bemüht ist, seinen Fehler wieder gut zu machen. Und jetzt versucht auch Bob Burns, seiner Mannschaft Hilfe zu geben. In Unterzahl lässt er den Schläger von Rocky Schneider nachmessen, beziehungsweise die Schlägerkrümmung. Das gab es ja schon öfter. Dafür hat der Kapitän der Augsburger ja auch des Öfteren schon 2 Minuten kassiert. Hier wird ganz genau gemessen. Und Rocky guckt sich die Sache in aller Ruhe an. Er hat ein gutes Gewissen, das sei vorweggenommen. Die Krümmung ist korrekt, ist erlaubt. Der Schiedsrichter akzeptiert das Ganze. Das bedeutet in diesem Fall 2 Minuten gegen die Schwenninger Wildwings. Mr. Burns, das ging ins Auge. Frust macht sich breit bei den Gästen aus Schwenningen. Und er wird wohl sicher auch nicht weniger, der Frust nämlich, wenn der eigene Torhüter dann solche Treffer kassiert, wie jetzt dann gleich in der 53. Minute Matthias Hoppe. Beinahe eine Kopie des Möser-Treffers, nur auf der rechten Seite. Tero Akiuma ist zur Stelle und wieder aufs kurze Eck. Und da guckt er nochmal nach, wo kann der wohl durchgegangen sein, dieser kleine Puck. Hier in der Zeitlupe zu sehen, Akiuma hält einfach drauf. Und Hoppe schiebt sich das Ei quasi selbst ins Nest. Noch knapp 7 Minuten sind jetzt zu spielen. Die Schwenninger Wildwings geraten immens unter Druck und können sie eigentlich nur noch durch Befreiungsschläge retten oder durch Fehler hier der Augsburger Panther. Aber die setzen sofort wieder nach. Sean Rivers bringt die Scheibe oder versucht es zumindest, die Scheibe ins Angriffsdrittel zu bringen, egal wie jetzt. Die Scheibe muss rein, man muss sich festsetzen hier, die Schwenninger unter Druck setzen. Hier Gordon Heinz weiß sich nicht anders zu helfen, als die Scheibe einfach rauszuschlagen. Uli vor dem Tor, dann der Schwenninger. Und wieder rollt die Angriffsmaschinerie und nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn André Faust hier die Scheibe unter Kontrolle gebracht hätte. Die letzten beiden Minuten sind angebrochen, die Zeit läuft den Augsburgern davon. Aber in diesen Minuten, in solch einer Situation, da braucht man jetzt erfahrene Männer, da braucht man clevere Spieler, die den letzten Treffer, den Ausgleichstreffer, doch noch erzielen können. Hier noch einmal eine Möglichkeit, aber zu wenig Kraft bei den Schwenningern. Sie sind körperlich am Ende. Dann jetzt passen Sie auf. Ja, und der Puck ist im Tor zum 4:4, 44 Sekunden vor Ende. Die Zuschauer können es kaum fassen, liegen sich in den Armen. Ja, was macht hier Matthias Hoppe? Der erwartet hier einen Einschuss ins Eck, geht aus dem Tor heraus und Pierriou sieht das, erfasst die Situation blitzschnell. Der Mann für den richtigen Zeitpunkt, für den richtigen Platz, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort genau das Richtige macht. Jetzt die Verlängerung. 4:4 nach 0:4 Rückstand. Die Schwenninger wohl nervlich, moralisch und auch kräftemäßig am Ende. Dann in solch einer Phase, da bemühen wir doch dann nach Pierriou, den zweiten Fuchs im Augsburger Team, Harry Birk. Der weiß, der spürt das. Matthias Hoppe ist mit den Nerven sicherlich am Ende. 61. Spielminute. Hier noch einmal Petri Ilonen entschärft diese Situation. Und dann kommt der Harry an den Puck. Und da ist er, der Siegtreffer. 86 Sekunden sind in der Verlängerung gespielt. Und Matthias Hoppe, dank seiner Mithilfe, gewinnen die Augsburger Panther diese Partie nach 0:4 Rückstand noch mit 5:4. Gut, Gary, also ein furioser Endspurt so ab der zweiten Hälfte nach dem 2:4. Einfach dem Matthias Hoppe